Junger Krieger, bitte helf mir, meine ach so tollen Hühner, große, starke Adler, mächtige Kreaturen sind geflohen, und ich, arme Frau, winselnd und hilfend, bitte dich, o großer Prinz, mir zu helfen. Nee. Was? Wow, Link, das war gut. Ja, als ob ich das nochmal mache. Ja, sehe ich auch so. Ist wirklich gut. Oh, danke. Na, David, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Heute holen wir uns erstmal unsere Belohnung für 40 befreite goldene Skulle. Das heißt, das sind Krabbelminen. Kein Scherz. Krabbelminen. Und ja, wir haben jetzt tatsächlich 4 befreit und er ist der Letzte, der befreit werden kann. Beziehungsweise, nee, Quatsch, die beiden noch, genau. Der da wird bei 50 befreit und der in der Mitte erst bei 100. Was hart ist, weil er uns im Prinzip einen Auftrag gegeben hat und ja, alle anderen vor ihm erlöst werden. Aber wenn man es sich auch anschaut, sieht man, dass er wesentlich krasser verflucht ist als jetzt die anderen. Gut, das letzte Mal hatten wir ja genebenquestet, um einen RPG-Neologismus zu verwenden. Oder in dem Fall wäre es eher eine Konversion tatsächlich. Plus, egal. Lassen wir das. Wir wollen zurück nach Hyrule kehren. Da wir den Maskenquest noch nicht vollständig abgeschlossen haben. Und das, finde ich, sollten wir schon erledigen, bevor es weitergeht. Ich hole mir hier nur noch Rubine, weil vielleicht werde ich noch einmal... Ich muss ja sowieso, wie gesagt, zum Zora-Fluss zurück. vielleicht werde ich noch einmal... einen Bohnen oder einen... Ja. Eine Bohnenlieferung, eine Bohnenladung kaufen. So. Oh, großartig, dass ihr verkauft bin, aber die Geister für die Geistmaske die 30 Rubine. Ich blick dieses System immer noch nicht ganz. Klar, ich blick das, man bekommt es hier gebührenfrei ausgeliehen und dann kann man es weiterverkaufen. Aber man kann die doch nehmen. Okay, ich dachte, das kann man erst am Ende, aber kann man jetzt schon. So, das kostet 50 Rubine. Ziemlich viel. Aber es ist die Hasenmaske. Das bedeutet, wir können damit super schnell laufen. Naja. Oh Mann, bist du hässlich. Ich habe süße Hasenohren. Das sind aber keine süßen Elfenohren. Oh Gott. Ich gehe einfach. Ich gehe einfach. Okay. Mit dieser Hasenmütze muss ich nun den Jogger finden. Und der ist nicht unbedingt einfach zu finden. Ich habe ihn vor kurzem aus Versehen gesehen, aber hatte die richtige Maske noch nicht. Aber ihr seht, da ist er. Wenn man direkt rausgeht und sich dann rechts hält, dann wird man ihn treffen. Macht das, Leute. Wirklich macht es. Weil... Ansonsten ist er sau schwierig zu finden, weil er irgendwo hier in dieser hylianischen Steppe ist. Aber wenn ihr das genauso macht, dann solltet ihr ihn auf jeden Fall finden. So, bleib stehen. Bleib stehen. Junge? Oder muss ich die erst abnehmen? Sag mal, was ist mit dir los? Hallo? Bleib da mal stehen? Okay. Ach so, wobei. Stopp mal kurz. Kommt da gerade was? Okay. Kann sein, dass es nur nachts funktioniert. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Kann sein, dass es nur nachts funktioniert. Stimmt, genau, weil nachts bleibt er stehen. Genau, so rum war das. Okay. Gut, genau. Jetzt müsste er gleich... jeden Moment... sich beruhigen.
Genau. Gut. Ich habe diese Ohren. Kannst du die Stimmen? Herr Geisterhörn, hast du die Ohren? Alles Ding, der Hände ist. Hoppel die Jü. Mir ist egal, wie teuer sie sind. Ich muss sie haben. Dann kommen wir. Okay. Ein Traum geht in Erfüllung. Ich habe Haarstorn. Hoppel die Ohren. Betraue ich mit Bären. Für die Maske hast du 50 Rubine bezahlt. Durchgehende Kenner dir doch jedoch mehr dafür gegeben, als du zählen kannst. Geh zurück zum Masken und gib ihm seine 50 Rubine wieder. Ja, er hat mir im Prinzip alles gegeben, was er besitzt. Ich habe eine volle Geldbörse. Ich warte, es sind die Button. Er schon, als ich laufen kann. Sind denn bei so, als ich nicht aufhören kann zu laufen? Und ihr merkt schon. Ja, die Hasenohren. Kann vielleicht etwas damit zu tun, dass man dem Typ hier die Hasenmaske gibt. Zumindest so ein bisschen, vermute ich mal. Also die Hasenohren ist aus Majora's Mask. So. Ich möchte einfach nicht nur anders hinstellen, um zu rennen. Das wäre wirklich schön. Gut, danke schön. Und ja, ich weiß, dass es ja einen Glitch gibt, wo man das mit der Bombe, bei dem man das mit der Bombe machen kann, aber ich persönlich habe das nicht ausprobiert und möchte das MLP auch nicht anfangen. Ich kann aber gerne das mal probieren, euch mal zu zeigen, wie das geht, aber ja, nicht gerade jetzt. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zurück nach Hyrule. Und deswegen habe ich auch gar nicht versucht, den Tag herzustellen, weil eventuell wäre es, bis ich hier bin, auch schon fast wieder Nacht gewesen. Von daher, und das Schöne ist, dass ich jetzt auf jeden Fall noch alle Bohnen kaufen kann, die der Bohnenhändler mir anbietet. Mir wäre nicht bewusst, dass das so teuer werden würde. Bin ich mir relativ sicher, dass ich sie nicht für diese 500 Rubine, die ich jetzt mal in der Geldbörse habe, kaufen kann. Leider kann man danach aber so gut wie gar nichts mehr für sein Geld machen. Wie gesagt, das Geld ist hier ein bisschen verschwendet. Man braucht es eigentlich nur für die Masken und für die Boden. Aber, ja, wenn man davon absieht, in Twilight Princess hat man das wesentlich besser genutzt. Indem man unter anderem sehr viel Geld für ein Herzteil hinterlegen musste, indem man gespendet hat. Oh, Kostet, der hast du verkauft! Bitte zahlen mir für die Hasen und die 50 Rubine. Ja gut, das kannst du gern haben. Ich bin hier absolut voll. Hey, gut gemacht. Alle Masken sind verkauft. Ernsthaft, du hast nur 4 Masken. Ich wusste, dass du der richtige Mann, Junge dafür bist. Als Belohnung für deine Minen hast du eine ganz besondere Maske erhalten. Das ist die Maske des Wissens. Es ist eine mysteriöse Maske aus dem Erbe der Shirika. Suche und du wirst die verborgenen Kräfte der Maske entdecken. Sie ist nützlich und unheimlich zugleich. Warum sie unheimlich ist, das wirst du herausfinden, wenn du älter wirst und irgendwann den Sinn des Lebens erkennst. Vertrau mir. Okay. Ja genau, jetzt können wir uns hier noch weitere Masken an eine Gerudo-Maske. Mit der verwundeten Stahl macht sie aus der zauberhaftes Mädchen. Sora-Maske sieht besonders beeindruckend beim Schwimmen aus und Gerudo-Maske trägst du diese Maske jetzt immer zu. Hat absolut keinen Effekt. So viel kann ich euch sagen, das bringt im Prinzip überhaupt nichts. Aber dir muss ich doch halt etwas sagen. Ziemlich lame hier alles. Was? Lächerlich wenige Masken, was ist das? Sora? Ein Krone? Komm mal klar, das ist langweilig. Okay. Gut. Wir werden uns deinem Spiel wiedersehen. Wo du dich in einen Krone verwandeln kannst. Und in einen Sora. Ist das vielleicht cooler? Und du wirst mehr Masken haben. Das glaube ich nicht. Ja gut, wie er meint, ich glaube da persönlich nichts dran, dass das irgendwas wird, ich meine, ja. Eher weniger, der Typ, der ist abgemeldet, aber mit der Maske der Wahrheit können wir zumindest in der Truhenlotterie, wenn wir größer sind, was machen. Man sagt, sie enthüllt dem Träger die Wahrheit. Ja, wir können die hier aufsetzen, er hat im Prinzip gesagt, sinnbildlich, dass die Shika-Maske sich einmal schließen wird, wenn man älter ist. Das ist teilweise richtig, sag ich mal. Wir werden uns das gleich mal anschauen. Wenn wir hier reingehen,
Und mit dem reden. Öffnen die Türe und voila. Nimmst du einen Schlüssel, dass du den nächsten Raum betrittst oder zu Bisons. Sind Robinenspielchen. Genau, also. Wir haben uns hier mal versucht durchzuraten. Es passiert nichts. Absolut nichts. Okay, wir haben zufällig mal richtig geraten. Als Erwachsener würden wir hier jetzt ganz genau sehen, wo die einzelnen Schlüssel sind. Als Kind sehen wir nichts. Ich rate mich hier aber gerade ganz gut durch, muss ich sagen. Erstaunlicherweise. Vielleicht hat die Maske der Wahrheit einen Einfluss auf mein Gehirn und zeigt mir an, wo genau ich die Schlüssel finde. Ah, das hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt müssen wir alles zurücklaufen. Also, klar, es ist ein bisschen cooles Foreshadowing von ihm. Wie ist denn das, der gesagt hat, die Maske der Wahrheit wird sich einmal schließen, wenn man älter und reifer ist, so nach dem Motto. Für mich gibt es aber überhaupt keinen Sinn, dass man sie nicht jetzt schon verwenden kann. Bisschen im Minus vom Spiel, ein kleines bisschen, weil, wie gesagt, für mich ergibt das einfach überhaupt keinen Sinn. Von daher, ja, kann ich das jetzt nicht wirklich nachvollziehen. Autsch. Klar, ist zu. Junge, was genau machst du hier? Keine Sorge, ich sorg für den Tag. Das mache ich, genau. So, ich muss jetzt eigentlich noch Boden pflanzen. Ja, wobei, nicht ganz. Nicht ganz. Ich muss zweierlei Sachen machen. Und ich würde sagen, der beste Weg ist, wenn wir hier erneut speichern, beenden und so zum Kokiri-Dorf zurückkehren. Ja, beziehungsweise in den Kokiri-Wald eher gesagt. Und von dort aus in die verlorenen Wälder gehen. Weil das tatsächlich noch wichtig wird. Ich glaube auch, dass ich beim Haus der allwissenden Brüder noch keine Bohne gepflanzt habe. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Von daher schaue ich mal, das waren sie nicht, oder ne, das ist Milo. Und die allwissenden Brüder waren hier. Also, habe ich hier eine Bohne gepflanzt? Ja oder nein? Moment, die waren nicht hier? Ist nicht das aus der allwissenden Brüder? Doch. Naja, also. Und hier. Oder irre ich mich da jetzt? Ach so, ja, ich höre mich. Hier war zwar auch eine Skulltula, aber die Skulltula, die aus dem, die aus dem Boden kam, war hier. Genau. So. Wundervoll. Schönes Pflänzchen, ja, was ist? Geh zur Zitadelle der Zeit! Geh endlich hin! Hör auf, Pflanzen zu bewässern, zu gießen! Aber Navi, auch Pflanzen leben und wir müssen uns um sie kümmern. Geh zur verdammten Zitadelle der Zeit! Ganondorf jagt Zelda gerade um ganz Hyrule! Der König ist tot! Und die gesamte Welt verfällt in Finsternis! Und du läufst herum und pflanzt Bohnen! Navi, du klingst erschreckend hysterisch. Sieh, dass alles klar ist. Ich kann es doch nicht fassen, dass du dich gerade wie der letzte Trottel benimmst. Hey Navi, immerhin habe ich keine Hühner gefangen. Link, sobald wir dieses heilige Boden. Von daher, lass dich jetzt damit durchkommen. Aber sobald wir uns wiedersehen, werde ich sowas von deinen Arsch versohlen. Okay, Navi, jetzt chill mal, okay? Nein, ich bin fertig mit dir. Okay. Jetzt, Moment. Guck mal. Oh Gott, erst kommt der Hornkönig. Und jetzt der Magier. Hä? Meine Brüder, die sind uns einig. Du bist absolut potthässlich. Zu Trost werden wir dich mit einigen Dekonüssen versorgen. Außerdem werden wir dafür sorgen, dass du von innen mehr Nüsse tragen kannst. Robbel, robbel, Wasser, komm, bubbel! Wer ist hier hässlich?
Ja, sie haben dein richtiges Gesicht noch nicht gesehen, sonst würden sie dieses Statement nicht machen. Geht das jetzt schon wieder los? Findest du das wirklich witzig? Ja. Okay. Zwei Sachen muss ich noch machen. Dann bin ich tatsächlich fertig. Moment. Ich hole mal kurz neue Käfer. Ich weiß nicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich... Ja, wobei, doch, ich brauche noch welche. Jetzt soll ich im Moment, aber ich brauche noch welche. Eines davon... So, jetzt muss ich hier nur... Moment. Okay. Egal. Machen wir das nochmal von vorne. Ich möchte nämlich nach Goronia gehen. Und genau, so komme ich hin. Da wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit wieder zurückgehen. Und der Grund, warum ich das mache, ist, weil ich bei Dodongos Höhle noch... Hä? Na, schläfst du? Oh, wie fühlt sich der Runia? Das fragst du mich? Du wohnst bei ihm. Oh, ich verstehe. Oh, übrigens, kennst du die Melodie, die durch diesen Tunnel ins Reich dringt? Wir mögen sie sehr. Wir tanzen da immer ab. Das hast du mir schon letztes Mal gesagt. Kenn ich dich, kleiner Mann? Link, so fühle ich mich immer, wenn ich mich mit dir unterhalte. Nein! So fühlst du dich nicht, wenn du dich mit mir unterhältst. Stimmt. Bei dir kann ich es eher verzeihen, weil deine Dummheit angeboren ist. Bei ihnen ist es eher traurig. Okay, also wie gesagt. Hier unten zum Eingang von Dodo... Wow. Du hast alle Dodongos vernichtet, das ist unglaublich. Lass mich dich Bruder nennen. Komm, lass dich umarmen, Bruder. Ah! Link, nur damit eins klar ist, ich werde dich niemals umarmen. Ich dich auch nicht. Gut. Dann ist das ja klar. Richtig. Moment, willst du sagen, dass ich nicht gut genug für die Umarmung bin, oder was? Hä? Du könntest froh sein, mich zu haben, ja? Bin die sexyste Fee im ganzen Land. Na, wie soll ich das nicht gemeint? Ja, doch. Ich verstehe. Mach, was du willst. Aber... Okay. Wir lassen die beiden mal alleine. Und wie gesagt, ich muss jetzt nochmal völlig unnötig in Zoras Reich zurück. Und dann sind wir fertig. Tatsächlich. Erstmal. Ich habe... 43 Soul-Dollars, das ist vollkommen korrekt. Und ich habe zwei, also ein halbes Herz, das ist auch vollkommen korrekt. Und 10 Herzen. Alles ist soweit klar, dass wir zu der Zitadelle der Zeit gehen können. Danke Gott. Also, danke Dekobaum. Dekobaum ist der einzige Gott und der ist tot. Er ist so viel zu unsterblichen Göttern. Also gut, wie gesagt, wir gehen jetzt zu Zora zurück und ich weiß nicht, ob ich da noch was machen werde, weil der Part ist eigentlich schon relativ weit fortgeschritten, aber spätestens in dem nächsten Part geht es definitiv mit der Story weiter. Bis gleich. So, da sind wir gerade auf dem Weg. Da hinten haben wir ja in einem relativ großen Fail. Da waren wir hier auf dem Weg. Lass mich. Waren wir hier auf dem Weg, Skuldula zu holen. Genau, und tatsächlich, wir können diesen Stein nicht wegsprengen, aber alles, was da hinten ist, es ist, sag mal was. Okay, gut, dann, Link, du willst mir ernsthaft sagen, anstatt die Welt zu retten, gehst du in den Feen, ins Feenrotlichtviertel. Hä? Spiel das. Nein, spiel das nicht. Du bist so ein Dreckskerl. Was mache ich denn? Ich mach doch gar nichts. Ja, natürlich machst du nichts. Oh, Link. Hallo.
Na, liege ich nicht schön da? Mein Süßer, ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Hier. Ich will damit nichts zu tun haben. Oh, guck mal! Ich habe Farores Donnersturm. Dieser magische Teleporter kann nur innerhalb eines Labyrinths eingesetzt werden. Ruf mit Farores Kraft an, um meinen Teleportpunkt festzulegen. Rufst du Farores Kraft erneut, dann gelangst du zum festgelegten Ort. Vergiss nicht, Farores Donnersturm kannst du nur in einem Labyrinth einsetzen, alles klar? Ja? Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Ach, ist immer wieder schön hier zu... Au! Warum hast du mich geschlagen? Weil du es verdient hast. Ja, auf jeden Fall. Farores Donnersturm. Der Vorteil ist, dass wir uns jederzeit aus einem Dungeon raus teleportieren können. Weil man ja innerhalb eines Dungeons zwar speichern kann, aber nicht in einem Dungeon speichern kann. Aber ansonsten, ja, wahrscheinlich nicht so häufig einsetzen. Hi! Ich will dich essen. Wow. Okay, Bro. Ich glaub, das lassen wir mal lieber. Ja, das erste Mal war schon eine reichhaltige Erfahrung. Die will ich unbedingt wiederholen müssen. Von daher... Hallo, Roto. Ich hoffe, mein wertvollster Schatz wird dir bei deiner Mission helfen. Das wäre super. Na, wie geht's dir, mein Verlobter? Er hat gerade mit einer Fee rumgemacht. Das stimmt doch gar nicht! Aber Link... Ich muss dich doch nicht wohl nicht daran erinnern, dass wir verlobt sind, oder? Oh Gott, jetzt hat ihr Vater es gehört. Ich glaube, ich begebe mich hier mal lieber schnell raus, bevor er diesen Satz verarbeiten kann. Kann sich nur noch um Minuten handeln. Nein, nicht hier. Auch nicht da, sondern dort hinten. Genau. Müsst ihr jeden Moment kommen. Was? Ihr seid verlobt? Naja, das war schneller als erwartet. Der macht Fortschritte. Der macht Fortschritte. Gut, das allerletzte, was wir jetzt für den Moment machen können, ist, dass wir uns nach hier hinten begeben. Wow, genau. Und noch die letzten Bohnen kaufen. Sofern das funktioniert. Ich schau mal gleich. Na gut, so geht das schon mal nicht. Okay, gut. So, gut. Gehen wir hier rum. Und dann gibt es hier diese schönen Punkte, wo man drüber springen kann, die ich immer konsequent ignoriert habe. Obwohl er wirklich unglaublich auffällig ist. Es tut mir leid. Wir verkaufen Wundererbs. Du willst sie kaufen? Ja, gut. 100 Rubine für eine. Ja, gut, gib her. Komm, komm, komm. Ja, komm, komm. Gib mir mehr, gib mir mehr. Oh, wie schade. Die Wunder ist so ausverkauft. Moment, Moment. Nee, nee. Diese hier sind unverkäuflich. Absolut unverkäuflich. Wir haben alle gekauft. Gut. Könntest du jetzt bitte, nachdem du Pflanzen gepflanzt hast, mit Feen rumgemacht hast, hab ich nicht, und Boden gekauft hast und Spinnen gejagt hast, endlich Heim und von dem Untergang retten? Okay, das mache ich, Navi. Gut. Im nächsten Part. Ich werde dich umbringen. Nein, 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 nein. Moment, Moment, Moment. Danke für die Aufmerksamkeit und Navi, lass mich in Ruhe. Navi, ich habe ein Schild. Navi, ich versteck mich. Ah! Nein! Das... Die habe ich auf dich angeschickt. Ich hasse dich, Link. Navi schlägt mich! Und damit bis zum nächsten Mal. Ocarina of Time. Wenn wir da noch leben.
Story geht weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann.